Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines und ich habe ein Totenproblem. Ja, ich sehe gerade hier, tot, ein Verstorbener muss transportiert werden. Ja, das ist mir deutlich bewusst. Gucken wir mal gerade bei dem Friedhof rein. Oh, ja, der ist ausgelastet, das würde ich mal behaupten. Okay, wir müssen einen neuen Friedhof setzen. Wo ist der eine eigentlich? Der eine ist da oben, ne? Der ist, was sagt der eigentlich? Oh, der ist fast voll. Was sagen die Krematorien denn? Wäre nicht schlecht, wenn wir den mal entleeren würden, ein Stück, ne? Machen wir mal gerade. Leichtwaren in Verwendung 0 von 12. Ja, das werden wir jetzt mal ändern. So, mal wieder vorspulen hier ein bisschen, mal wieder ein bisschen Speed ins Let's Play reinbringen. So. Und dann werden wir mal gerade, wie gesagt, einen neuen Dingens ausrufen. Jetzt mal, wir werden mal gerade hier ganz kurz. Werden wir mal eine Street durchsetzen. Mal von hier bis hier hinten durch. Soll ich nicht? Nee, ich mach nicht. Nee. Hä? Achso. Nee. Ich wollte ja bis hier nur eine Straße setzen. So. Dass wir nämlich jetzt hier auch ein paar Gebäude haben. Oh, jetzt habe ich gerade hier die Hälfte zerstört. Sorry. Ich möchte nämlich gerne hier jetzt einen Friedhof hinsetzen. Sekunde, da, Friedhof hier, so, ne, und, ja, klappt ja wunderbar. Lieber hier dran, oder? Ich mach's lieber an die Stelle. Ist, glaube ich, ganz gut. Rufen wir hier noch den Rest an Wohngebieten aus. So, jetzt haben wir nämlich dann hier auch wieder Traffic Lights, das ist auch wieder so ein Ding dann. Genau wie hier. Mensch, die sind ja noch alle an hier. Hab ich da nicht nachgeschaut, als ich das gebaut habe? Ich bin echt eine Pfeife. Passt aber. Jetzt sieht es gut aus. Aber jetzt ist auch hier reger Verkehr. Guckt euch das mal an, ne? Das ist Wahnsinn. Theoretisch, ich überlege gerade mal, ohne Scheiß, man könnte theoretisch eine Autobahn hier lang setzen, über den Fluss und dann einfach hier Abfahrten bauen. Dann können die da, die Leute da raus. Eigentlich keine schlechte Idee, oder? Würde ich behaupten. Hm. Naja, okay. Sowieso an sich wäre es mal nicht schlecht, wenn wir mal ein bisschen mehr Autobahnen in die Karte mit einbauen. Mal ohne Witz. Ich glaube, ich werde mal hier so ein Kreuz jetzt bald mal einbauen. Weil ich habe es hier ja automatisch durch die Map alles. Das ist ja gut, ne? Aber ich habe hier oben fast nichts an Autobahn gebaut. Was eigentlich nicht so geil ist. Deshalb, ich glaube, wir werden da jetzt mal nachbessern. Und werden da mal echt mal ein bisschen Autobahn hier reinbringen. Eigentlich keine schlechte Idee, würde ich behaupten, oder? Pass auf, machen wir mal gerade. Indem wir mal eben jetzt mal hier eben aufs schöne Tool gehen und mal gucken, ob wir hier irgendwo mal ein Kreuz finden, was mir gefällt. Alter, ist das ein riesen Kreisverkehr. Na gut, was haben wir denn hier? Da könnte man natürlich auch machen, ne? Genau, nämlich der hier. Den wollte ich nämlich direkt auch gerade erwähnen. Es gibt nämlich hier so einen richtig schönen Kreisverkehr. Also Autobahnkreisverkehr. Den finde ich total geil. Den habe ich auch in meiner Offscreen-Welt mal gebaut, weil der echt cool aussieht. Aber der ist mir zu weit rechts irgendwie. Guck mal. Hätte das schon gerne, dass das wirklich dann auch so hier ist, ne? Um ehrlich zu sein. Gucken wir mal gerade. Was müsste ich denn dafür weghauen, dass ich den hier hinsetzen könnte? Hm, da müsste ich fast die ganze Abfahrt wegmachen, ne? Aber vielleicht... Moment mal. Vielleicht sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir das mal weg. Wir können das dann neu bauen. Das ist ja nicht das Problem. Mittlerweile kann ich ja Auffahrten bauen. So, machen wir das mal gerade alles hier kurz mal weg. Genau, das alles weg. Das brauchen wir jetzt auch gerade nicht mehr. Machen wir das mal gerade alles schön säuberlich weg. Das auch, das auch, das auch, das auch, das auch. So, und dann gucken wir mal gerade nochmal. Also, ich finde die nämlich wirklich cool. Nee. Danke. So. Ne, so. Gucken. Ja, okay. Ich sehe das Problem. Das Problem ist hier. Die müssen noch weiter weg. Die brauchen ein bisschen mehr Plots. Warte mal. Sekunde. Mal kurz mal anständig hinsetzen. Ich glaube so, ne? Hätten wir vielleicht noch ein bisschen schräg. Beißt eigentlich Latte, oder? Oder nee, ist doch doof, wenn es nicht so... Hm. Machen wir es doch so. Gucken. Kommt dann die Bredouille dann mit dem Ding. Jetzt machen wir es so. Genau, das sieht doch voll geil aus, oder? Ja, finde ich. Sieht auf jeden Fall gut aus. Zumal ich das hier auch irgendwie so dämlich finde. Nee, Moment mal, ich überlege gerade. Wenn die hier drauf fahren.
Brauchen die auch. Nee, Quatsch. Brauchen die gar nicht. Siehste. Das hier brauche ich gar nicht. Diese Straßen sind völlig unnötig. Weil ich alles quasi miteinander verbunden habe. Wenn die Leute. Warte mal. Die Leute wollen hier und wollen auf die. Das heißt, die fahren hier hoch. Und fahren hier wieder runter. Ja, genau. Die Leute wollen von hier auf die. Die fahren hier hoch. Ja. Und fahren direkt wieder runter. Weil das aber scheiße ist. Ich glaube, ich mache das, wie ich das in meinem Offscreen-Wert gebaut habe. Nämlich. Ich baue jetzt einfach hier noch Abfahrten dran. Da müssen die halt den ganzen Kreisverkehr nutzen. Aber das ist ja egal. Das ist ja ein Kreisverkehr. Dafür ist er ja da dann. Weil ich glaube, ich baue dann trotz alledem noch das Stück hier. Vielleicht schon mal nach rechts ein Stück. Ja, machen wir das mal gerade. Indem wir schon mal nach rechts gehen. So. Und so. Und dann gehen wir hier richtig schön geradeaus. Und dann würde ich sagen, mache ich ungefähr hier vielleicht. Mache ich ein Ende hin. Oder ich gehe vielleicht, oder ich mache es wirklich noch so, dass ich hier rüber gehe. Wobei, ich könnte auch. Moment, bauen wir erstmal gerade die Autobahn da lang. Oder, also, wir verbinden mal gerade ganz kurz hier das Ganze, damit wir hier mal weitermachen können. Verdammt, da musste ich mal gerade husten. So shit. Das ist zu kurz. Sekunde. Das Dumme ist halt, schade, dass derjenige, der das Ding erstellt hat, das nicht auf dem Boden gebaut hat. Das wäre geil gewesen. Und ich bin auch ein Pfosten. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte es umgedreht machen sollen. Ich hätte die hier unten langführen sollen. Verdammt, wir müssen alles nochmal abreißen. Sorry. Es ist euch bestimmt aufgefallen, als ihr das gesehen habt, wie ich das gebaut habe. Aber mir ist es jetzt gerade erst aufgefallen. Ich Pfosten hätte das nämlich auch direkt so bauen können. Wir können aber dann habe ich nämlich hier nicht so eine hohe Auf... So eine hohe Steigung auf die Autobahn. Finde ich nämlich immer ziemlich dämlich. Das sieht nämlich nicht irgendwie aus. Deswegen machen wir das mal gerade nochmal so. Reißen das Ding nochmal ab. Und dann drehen wir das Ganze nämlich nochmal so. Genau. Dass wir nämlich dann die schöne Autobahn unten nämlich haben. So, okay. Warte, jetzt machen wir gerade nochmal so. Merke gerade, dass der rechts mehr Straße gebaut hat wie links. Der Kollege, der das Ding hier erstellt hat. Mal, wie geht's? So geht's. Ja, so bauen wir's. Okay. Mal eben am Ohr jucken. Oh, verdammt. Immer noch so ein Problem im Let's Play. Muss man ja mal sagen. Ja, was heißt Problem? Es ist halt Ohr juckt, ist halt Ohr jucken, ne? Ist halt mal so. Ich meine, hey, selbst Kronk juckt sich an meinem Let's Play am Ohr. Ich meine, hallo, what the fuck? Der schließt sich Nummer 1 in Deutschland. Von daher, was soll's? Meine Güte. Wir nehmen's doch nicht so extrem hier. Weißt du, was ich jetzt auch mache? Ganz einfach. Die Straße hier weiterzuführen. Machen wir das jetzt einfach nämlich so. Und werden die Straße hier einfach gerade durchbauen. Was haltet ihr davon? Ha! Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, wa? Warte mal, also. Wer hat das denn gebaut? Der hat es irgendwie so gemacht, ne? Der hat das irgendwie hier lang geführt. Moment mal. Der hat das irgendwie so gemacht gehabt, ne? Ja, ja, sieht gut aus. Sieht auch sehr gut aus. Hat aber hier. Warte, wir müssen es irgendwie anders bauen. Nee, warte, ich will da so eine. Wenn schon will ich da so eine kleine Entrundung haben. Genau so. Dass es hier nämlich wieder gerade ineinander übergeht. Dasselbe dann auch hier. Sekunde, machen wir das mal gerade so. Oder nee, warte, sieht doof aus. So, ja, genau. So ist gut. So, dann hier durch. Hier lang, warte mal, genau, einen Pfeiler schön entlang und dann, warte, irgendwie so und dann hier dran, genau, und dann zack, das dann hier dran. Sieht so ein bisschen geschlängelt aus, aber ist ja egal, ich meine, Autobahnen bewegen sich ja nicht immer gerade fortlaufend, Sekunde, was ist hier für ein Scheiß jetzt? Autobahnen sind eh nicht immer gerade, so, wollte ich sagen. Von daher, was soll's, sieht schon ganz gut aus, würde ich behaupten. Außerdem habe ich es jetzt mehr in die Karte integriert als vorher. Vorher war das ja einfach nur dahin gemacht. Deswegen, ja, egal.
Ich merke, ich bin irgendwie gerade sehr aufbrausend. Ich mache gerade eine kleine Aufnahmesession. Ich bin gerade sehr aufbrausend. Entschuldigt das an dieser Stelle. Weil ihr das wahrscheinlich gerade auch nicht gewohnt seid, wenn ihr City Skyline guckt bei mir. Dass ich so aufbrausend gerade bin. Hm, geht das? Oh, das geht ja sogar. Perfekt. So, dann hier. Genau. Perfekt. Das ist auch gegeben. Und dann würde ich sagen, müssen wir sowieso hier das Busdepot. Müssen wir sogar wieder versetzen. Setzen wir es einfach mal gerade hier hin. Und stimmt, jetzt fällt mir nämlich gerade ein, habe ich nämlich auch gesehen beim Schneiden. Hier ist irgendwie nichts mehr ausgerufen, was ich ziemlich komisch fand. Aber okay. Soll nichts machen, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen, wie wir das Ganze hier noch machen. Und zwar, ich möchte nämlich gerne... Moment mal. Ich würde das Ganze jetzt gerne noch an die Straße hier anschließen, die hier daneben ist. Weg, weg, weg. Zack. Hier noch. So. Ja, ich würde das gerne an die Straße anschließen, wie gesagt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist jetzt leider nur, wenn ich das jetzt von hier aus anschließen würde, hätte ich ein Problem für Leute, die in die Richtung wollen, weil die kommen da, glaube ich, nicht so gut hin. Wobei, warte, doch, wir kriegen das hin. Pass auf, wir bauen mal. Wir bauen einfach mal. Wir haben ja hier genug Platz in dem Ring. Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. So, gehen wir mal so, ne? Ja, sieht zwar jetzt ein bisschen komisch alles aus. Wobei, ich habe die falschen Straßen auch gerade genommen. Sehe ich gerade? Soll nicht sein. Alter, das, die Grundschule, die Feuerwehr, die stört mich hier. So, da, perfekt. Du bist da gut. Du stehst da gut, mein Lieber. Auf jeden Fall. So, nochmal, also. Nee. Ich möchte eine Kurve bauen. Genau. Wir machen das jetzt einmal einfach so, ne? Ja, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen einfach mal, testeshalber, einfach mal eine Straße von hier dahin. Eine von hier mal dorthin. So, das heißt, die Leute von hier können da drauf fahren und von hier aus da drauf fahren. Das Problem ist jetzt nur, die Leute, die von da kommen, aber eigentlich in die Richtung wollen, haben die Möglichkeit dazu gar nicht. Oder halt in die beiden Richtungen. Deshalb müssen wir jetzt irgendwie was bauen, was die Möglichkeit für die Leute noch ergibt, sage ich mal. Ja, wir könnten einfach mal, wir könnten vielleicht doch den Weg machen, dass wir einfach das hier oben hinsetzen. Wenn einmal. Geht nicht ganz. Okay, schlecht. Oder doch gut. Das ist zu hoch alles, ne? Das geht nicht, ich sag, der Ort ist belegt. Okay, das ist alles viel zu hoch. Aber warte, vielleicht bauen wir einfach mal gerade so einen kleinen Kreis oder so noch was rein. Gucken, kriegen wir das hin? Irgendwie hat das doch eben gemacht. Wieso macht das jetzt nicht mehr? Manchmal verstehe ich dieses Straßentool einfach nicht. Das kann nicht sein. Was ist da los? Was ist da los? Das kann der wohl nicht sein. Ich glaube, ich kann nicht direkt zwei Etagen hochgehen. Ich muss wirklich Etage für Etage machen. Also, machen wir es nochmal so. Noch eine Etage. Ja, sehr gut. Nee, da muss es ja in die Richtung gehen. So müsste es ja dann sein. Nee, eigentlich am besten wirklich dann eher so. In den Kreisverkehr oben angeschlossen. So, oder? Weil das sieht irgendwie komisch aus, oder? Mal ohne Scheiß. Weil dann der Verkehr sich dann von hier aus immer da hoch bewegt. Das ist auch scheiße. Deshalb machen wir dann einfach die Verbindung hier weg und werden die einfach von hier aus da anschließen noch. Mal kriegen wir das irgendwie hin. Mit dem wir einfach von hier aus bauen. Moment. So. Ja, das geht. Okay, warte mal. Machen wir aber noch eine anständige Rundung rein. So. Ja. Können wir so nehmen. Können wir so nehmen. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. So, und dann müssen wir ja quasi noch... Nee.
Das reicht. Das reicht. Das ist die einzige Straße, die ich bauen muss. Weil Leute, die von hier kommen, die können ja hier abfahren. Ganz einfach. Und Leute, die noch irgendwo anders drauf wollen, die können ja hier hochfahren. Oder? Ja, ja, klar. Das ist doch, quasi alles gegeben hier. Ich muss nur die Richtung hier ändern. Hier nämlich hoch. Genau wie hier. Ne, da fahren die hoch. Okay. Nö. Ist alles gegeben, Leute. Das Ding ist fertig soweit. Ich musste nur den Leuten, die hier von der Stadt kommen und auf die Autobahn wollen, die Möglichkeit geben, dass die auf die anderen Autobahnen können. Und durch den Kreisverkehr habe ich das jetzt quasi den Leuten gegeben. Indem ich nämlich den Leuten die Chance gebe, hier in den Kreisverkehr mit einzufahren und sich dann hier zu orientieren, wo sie hinwollen. Weil von hier aus können sie in jede Richtung, wo sie hinwollen. Im Endeffekt, ja, das Problem ist gelöst. Wir haben es geschafft. Jetzt würde ich sagen, machen wir einfach, um das Ganze schöner hier zu machen, machen wir jetzt einfach hier die Straße schon mal runter. Weil ich mag das nicht, wenn die Autobahn so extrem hoch ist. Deshalb werden wir die jetzt hier einfach mal an der Stelle ein Stück runtersetzen. Und dann schon mal so in die Richtung, nämlich da hinten gehen. So zum Beispiel könnte man das machen. Sieht das aus? Gucken wir mal. Sieht nicht so schlecht aus, ne? Oder? Ja, finde ich. Kann so bleiben erstmal. Vielleicht machen wir noch den Bahnhof vielleicht noch hier hin, damit ich hier vielleicht sogar noch rübersetzen kann. Das ist eigentlich sogar die Idee. Gucken wir mal gerade. Setzen wir den mal gerade. Höhe zu hoch? What? Was zum? Wieso Höhe zu hoch? Was ist denn eine hohe Höhe? Wie kann das denn zu hoch sein? Wahrscheinlich, weil das hier so abfällig wird. Könnte ich wetten, bestimmt. Dann haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir es vielleicht auch irgendwie anders bauen. Moment mal. Vielleicht müssen wir es doch noch anders setzen. Oder ich mache das Ding hier weg. Eins von beidem ist vielleicht auch dann noch ein... Alter, guck mal hier. Die Toten. Oh Gott. Meine Güte. Die Toten. Überall sind Tote. Wir haben zu viele Tote. Mein Gott. Sterbt doch nicht alle weg. Mein Gott. Ernährt euch besser. Moment mal. Das ist scheiße. Machen wir mal gerade hier einfach. Moment mal. So, erstmal. Jetzt ziehen wir gerade ganz kurz hier die Straße drüber. So, ja, hier ist. Ja, das reicht erstmal. So. Straße gezogen. Erfolgreich. Leitung wieder ziehen. Nicht erfolgreich. Sekunde. Müssen wieder eine Leitung hier ziehen. Besten aber von hier aus. Danke. So. Dann so hier rüber. Und dann hier hin. So. Steht. Alles klar. Dann müssen wir den versetzen. Kurz mal dahin. Jetzt habe ich die Leitung wieder abgerissen. Egal. So, dann müssen wir mal gerade eine Leitung von hier aus. Moment mal, wie sieht das aus? Das geht sogar. Moment mal, ja, das geht sogar. Ich will nämlich wieder das Kastensystem, das Kastensystem, das System hier weiterführen können. So, und das heißt, wir werden dann den wieder versetzen. Genau. Eine wunderschöne Kurve hier, werden wir einfach mal abreißen. Pam. Und von hier aus so machen. Haha! Erfolgreich, erfolgreich. Mission geglückt. Quest complete quasi. So, okay. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal den jetzt hier. So, bist du denn hier so hoch wieder, Kollege? Ist aber nicht so geil, ne? Wieso ist der wieder hier so hoch? Ich hab den doch hier runtergesetzt. Will der mich denn verarschen? Guck mal hier. Der kleine Drecksack. Hallo? Aha. Hat er mir das hier wieder hochgesetzt? Ich glaube, es hackt. Dass nämlich eigentlich einen nach unten haben. Nicht so, sondern so wollte ich es haben. Weißt du? Mein Lieber. So. Noch einmal. Ist jetzt macht er mir das da wieder so hoch. Versteh das mal, wer will. So, dann nämlich, Achtung, zack,